So, moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PlayStation Pro. Wir haben beim letzten Mal sozusagen unsere Hauptquest weitergeführt, indem wir Spezialisten besorgt haben und jetzt brauchen wir Ethanol, um Verbesserungen auszuführen. So, ein bisschen Ethanol haben wir, aber nicht genug. Ich wollte aber nochmal gucken, ob ich vielleicht nochmal hier andere Waffen bauen kann. Das gucken wir nochmal. Die Werkstatt hatten wir hier aufgebaut, glaube ich, ne? Aktuell stelle Waffen des Rang. Guck mal, gucken wir mal, ob wir Waffen herstellen können. So. Also. Gucken wir nochmal. Was man da so bauen kann an Waffen. Guck mal hier. Was ist das? Ein Schlaghammer? Okay, den brauchen wir nicht. Fehlt uns alles. Ah, da fehlt uns aber einiges für. Schade, aber das macht nichts. Können wir nicht unseren Säbelblatt verbessern? Nee. Das ist ja schade. Aber das könnten wir bauen. So einen Hammer brauchen wir nämlich nicht. Ich glaube, da sammeln wir lieber noch ein bisschen von diesen Materialien, bis wir dann noch höher kommen. Finde ich. Weil andere Sachen hier, genau. Guck mal, die haben wir ja schon. Säbelblattwerfer Version 1. Das ist schon mal gut. Ah, ne. Und die haben wir noch nicht. Gut. Brauchen wir nicht. Aber wir müssen definitiv mehr Ethanol besorgen. Wir haben jetzt, wie viel Ethanol haben wir? 71. Das reicht nicht. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas hier oben können. Zum Beispiel hier. Da können wir die Schrauberbude nochmal zurückerobern. Dann kriegen wir wieder mehr Ethanol. Guck mal, 200 bekommen wir dann. Das machen wir mal. So, die werden wir jetzt einfach mal schön erobern. Versuchen wir zumindest. Ein Auto bekommen hier. Ein Auto haben die denn hier so? Ja, den nehmen wir. So, kann man den nicht einfach wieder... Die kann ich nur herstellen, ich kann sie aber nicht anfordern, oder was? Auch anfordern. Begib dich zu einer Werkstatt außer Basis, um diese... Achso, okay. Gut. Na gut, dann lasse ich erstmal raus hier. Zack. Raus hier. So. Wir wissen ja, wo wir hin sollen. Fahren wir gleich mal unser Auto an. Und. Oh. Huch. Auto wollen wir liefern lassen. Yep. Da steht die gute Kiste. Kommen wir zumindest schneller an. Was schon mal gut ist. Da, wo wir längs fahren können. Kommen wir hier längs. Und hier runter. Na komm, schaffst du. Okay, lieber rausgehen. Ganz clever. Naja, egal. Laufen wir erstmal hin, wo wir hin sollen. Der wird gleich explodieren, der Wagen. Hätte gut hinbekommen. So, der Außenposten ist aber jetzt wahrscheinlich Stufe 2. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen geschickter anstellen. Vielleicht ein bisschen heimlich die Leute killen. Damit wir auch ja nicht... damit ihr ja nicht Alarm schlagen. Das ist ja sehr blöde. Oh. Alles mit. Skunkhaut. Na. Ich glaube, Blumen und Pflanzen sollten wir auch mal einsammeln, denn damit können wir später auf jeden Fall noch gute Sachen produzieren. Was ist das denn? Hier sind die fliegenden Steine oder was? Ein Fehler. Gleich mal melden bei Ubisoft und sagen, ich will mein Geld zurück. Hälfte der Steine im Spiel fliegen. Ich glaube, ich bin der einzige so Spieler, der eigentlich nichts gegen Ubisoft hat. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich, die machen gute Spieler. Ich werde immer gut unterhalten. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, immer das Gleiche. Also es ist ja oft das Gleiche. Aber trotzdem, finde ich. Ein paar Leute befreien. Okay, das sind bestimmt viele. Drei Wagen müssen wir nicht angreifen.
Level 4. Nur ein bisschen schwimmen. Das Wasser ist aber auch mal glasklar hier, oder? So, Oberstlieferung entdeckt. Wo haben wir hier entdeckt? No. Hi. Die Leute hier. Nun, wir schlagen uns so durch. Alles klar, Kumpel. Wir haben noch einen Baseballschläger. Gut. Okay, machen wir uns erstmal auf den Weg dahin. Da kommt die Kiste. Wo landet die denn? Bei uns in der Nähe hier? Da rennen wir mal hin. Ich bin wirklich nicht weit weg. Oh. Zack! Doppel-Headshot oder was? Ah, ein bisschen schieben, dann wird man den anderen rankommen. So, dankeschön. Das gehört wohl uns. Ich bin damit erstmal. Ja, ja. Das ist ja cool. Ein geiler Schuss war das da bitte sehr. Guck mal da. Ethanol 40 auch noch. Cool. Gut. Also wir brauchen noch mehr. Wir können jetzt, wenn wir das andere Ding befreien gleich, dann bekommen wir nochmal 200 Ethanol. Das ist natürlich sehr cool. Dann müssen wir wahrscheinlich aber auch gut irgendwie befreien. Wir probieren es mal. Das wird unsere Hauptmission sein, Ethanol zu beschaffen, damit wir unsere Hauptquest beenden können. Was? Oh, kein Bär jetzt. Bären sind schon so ein bisschen fies. Einige Tiere tragen ihre Beute in ihrem Bau. Folge ihnen, um dort mehr Gegenstände zu erbeuten. Das machen wir jetzt nicht. Das ist meine Metapher. Wer bist du? Ganz bestimmt. Die Highwaymen produzieren mit ihrem Ethanol massenweise Waffen in einem Außenposten. So einen Vorteil können wir denen nicht lassen. Ja, stimmt. Die alte Schmiede Außenposten. Oh, das ist eine Quest, die können wir auf jeden Fall machen. Schwierigkeitsgrad 1. Vorab machen wir das einmal. Wo sind die? Da, guck mal. Das machen wir jetzt erstmal vorab einmal, weil es ist Schwierigkeitsgrad 1. Und das ist dann vielleicht nicht ganz so schwierig. Weil es ja der 1 ist. Aber da kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Ethanol. Und dann haben wir nachher, wir brauchen ja mindestens nochmal 300, glaube ich, um überhaupt diese beiden, um diese beiden Aufrüstungen sozusagen oder Verbesserungen im Camp machen zu können. Im Camp Property. Deswegen laufen wir jetzt doch erstmal hier hin. Ach, guck mal, ein schönes Blumenfeld hier. Oh, was? Oh, ja. Wer schießt er denn da? Nehmen wir mal alles hier, was hier so ist. Ich hatte mich schon mit dem Tod abgefunden. Ihn da hinten müssen wir auch mal den Kopfgeldjäger kurz killen. Zum einfachen Grund. Zack. Das ist eine geile Waffe, ne? Muss man mal sagen. So. Schnappen uns auch deine Gefährten, dann sind wir nämlich schneller da. Den hat er also umgebracht hier, die Drecksau, ne? Na, schnappen wir uns dein Gefährt. So. Okay, muss noch ein bisschen hier in die Richtung fahren, ne? Super.
Was plündern? Okay. Aber den Beat muss man wahrscheinlich. Aber man passiert halt so viel drumherum immer die ganze Zeit, ne? Das ist ein bisschen blöde. Was soll man machen? Hm. Komm, wir müssen unser Gefährt wiederholen, dann fahren wir schnell weiter. Ja, es passiert wirklich die ganze Zeit was drumherum. Man kommt gar nicht zur Ruhe hier richtig, ne? Ah, kein Problem. Ich kurz mal geholfen, bin so nett. So, jetzt holen wir uns aber hier aber diese Scheiße mal raus da. Da ist aber unser Motorrad. Zack. Jetzt geht's wirklich dahin, wo wir hin wollen. Mein Gott. Jetzt lassen wir uns auch nicht mehr ablenken, oder? Das reicht jetzt. So. Hier querfeld einfahren ein bisschen. Machen wir jetzt einfach mal. So, dann kommen wir gleich schneller an. Kleines Lager. Da produziere ich es wahrscheinlich. So, wir steigen mal ab. Gucken. Da ist einer, da ist einer. Da ist noch einer. Da geht auch einer spazieren. Da ist noch einer. Okay, also da sind auf jeden Fall schon mal 4, 5, die wir jetzt haben. Frage, wie man da oben, der kann natürlich gut Alarm schlagen. Den müssen wir wahrscheinlich als erstes auslösen und der hat eine Panzerfaust auf dem Rücken. Alter, was ist das für ein Spast? Na gut. Kannst natürlich sehr schnell sehen. Wird da von hinten kommen am besten. Probieren wir mal. Die Waffe ist natürlich auch besser als eine Sniperwaffe fast, aber ich glaube, die ist trotzdem sehr laut. Das heißt, sie werden mich trotzdem hören. Schalldämpfer wäre natürlich angebracht. So, da sind da. Noch mehr Alarm? Nee, ne? Was? Echt, trifft man nicht, wa? Scheiße. Wo noch mehr Leute sind. Oh, die hören auf jeden Fall ganz gute Mucke. Pass mal auf. Echt, wa? Shit. Wo ist der Alarm? Das ist der Alarmturm. Ja, jetzt kriege ich aber. Gibt's doch gar nicht. Na komm mit.
Mist. Heieiei. Hilfe ist auf dem Weg! Das muss ich jetzt nehmen hier. Ah, ich habe nicht mehr so viel Schuss davon. So. Der Sniper Heini. Ich dachte, ich könnte es abschießen. Mist. Warte mal. Wer da angelaufen? So. Komm, Lutscher. Alter, komm, Kopf hoch. Schütze da hin. Schutz hinter da oder was? So, Außenposten befreit. War der letzte. Sehr gut. Ich brauche unbedingt andere Klamotten. Ich sehe aus wie eine Wurst. So. Und Ethanol haben wir bekommen. Jetzt können wir es plündern, dann können sie es wiederholen. Gut. Hey. Genau, hier plündern noch nicht. Plündern. Eine Plünderung. Okay. Dann, was jetzt passiert? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Ethanol bekommen. Wir könnten, glaube ich, ein paar Verbesserungen machen. Müssen wir gleich mal gucken. So, der ist wieder eingenommen worden. Jetzt können wir den nochmal einnehmen, wenn wir wollen. Können wir das mal machen? Mal gucken, wie viel. Die Schmiede wurde wieder von den Highwaymen besetzt. Wenn du versuchst, sie zurückzuholen, pass auf Alarmsysteme auf. Wenn du entdeckt wirst, rufen sie einen Vollstrecker. Ein Vollstrecker? Was denn? War auf jeden Fall ein Alarm. Auch einer. Die haben, glaube ich, nur einen Alarm, oder? Und mehrere Alarme, ich habe es nur einen gesehen. Wir gehen mal hier unten runter. Da ist noch einer. Hat zwei Alarmtürme, okay. Jetzt müssen beide Alarmtürme ausschalten. Müsste doch möglich sein, oder? Ohne entdeckt zu werden. Da ist auch noch einer, sehe ich gerade. Einmal markieren.
scheiß Köter. Okay, das wird ein bisschen hart, glaube ich jetzt. Beschäftigt die Ratten einfach! Verstärkung ist unterwegs! Mist. Ah. Los ab, du scheiß Köter. Wir haben leider zu wenig Waffen hier. Lassen wir den Außenposten aber Außenposten sein. Und holen den anderen Außenposten. So, wir haben 261 Ethanol, aber wir können jetzt erstmal. Wir können aber zur Basis zurückgehen. Das machen wir einfach mal. Ach, müssen ein bisschen weiter weg sein. Gut. Wir sollen noch ein bisschen mehr Waffen wieder bekommen. So, jetzt aber. Gerade und zurück. So, reisen wir schnell zurück. Können ja schon mal eine Verbesserung machen. Und sehen dann, wie wir das gleich mit der zweiten machen. Sollte ja möglich sein. Wir müssen noch gucken, dass wir noch ein bisschen bessere Waffen bekommen. Beziehungsweise mehr Munition mitnehmen können, weil wir haben echt zu wenig Munition dabei. Das gebe ich zu. Vielleicht noch ein, zwei Wurfmesser oder so. Wäre auch nicht verkehrt. Gucken wir mal. So. Schauen wir mal, wie du dich machst. Danke. Gehen wir erstmal hinten hin. Werkbank. Gucken wir Materialien rum. Hallo, Sir. So. Also dies haben wir ja schon verbessert. Da brauchen wir Prosperity 2, aber wir können auch was anderes verbessern. Wir lassen uns mal den... Ja, hier irgendwas gemacht? Verbessern wir das doch mal. Heilkräuter. Super. Also man kann auch... Man kann es auch anders, weil man muss nicht immer dahin rennen. Man kann auch einfach hier raufgehen und sagen Basis und dann kann man hier die Sachen verbessern, wie man sieht. Wir könnten das hier zum Beispiel verbessern, dann bräuchten wir... Können wir jetzt machen, das wäre Krankenstation wäre besser. Werkstatt, bessere Autos wahrscheinlich. Hilfe auf Abruf. Was ist das? Kartografie, das machen wir auch mal. Die Karte kann mal besser gemacht werden. Oh. Perfekt. Jetzt haben wir alle drei Verbesserungen. Das ist die Hauptquest sozusagen zu Ende. Sprengstofflabor. Also wir haben ja noch mehr Sachen. Warte mal. Wie viel haben wir noch? Guck mal, wir könnten hier noch die Fahrzeuge. Also die Fahrzeuge auch nochmal reparieren. Besser meine ich. Nicht reparieren. So, jetzt kriegen wir auch bessere Autos. Beziehungsweise gepanzerte. Ja, besser gepanzerte Autos. Verbessere Einrichtung. Da, Verbesserprojekte auf Stufe 2. So, kurz gucken. So, Logbuch. Hauptquest. Kann mich verbessern. Der Schweizer. Zack. Jetzt können wir alles verbessern. Auf Stufe 2. Bin ich mal gespannt. Schon gut. Gesang. Hey, komm rüber. Wir fangen gerade erst an. Greif zu, solange es heiß ist. Was so gut riecht, ist schnell weg. Ich nehme das mal als Kompliment. Mom hielt es für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten, für die Moral. Ich schätze, das funktioniert. Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Alle außer ihr, sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Ach, alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient. Ich bin der Held. Geiles Bier. Oh,
zum Teufel? Sie sind da. Wir müssen die Kinder reinbringen. Komm! Ach du Scheiße, was geht ab? Oh oh. War ja klar, war eine zu schöne Idylle. Bin gespannt. Nehmt die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen. Kamina. Keine Sorge, alles wird gut. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deines Helden hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du... Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein. Warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klarmachen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst. Jedes Kind, das du inspirierst. Jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nicht fallen lassen. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut. Alles gut, gehen wir zurück. Na los. Naja, so viel ist schon mal sicher. Es ist nicht alles gut. So gehe ich einfach mal aus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal gar nichts. Wir machen es beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüssi.